bin Kaku Lameu, ich komme aus Togo und ich bin 21 Jahre alt. Ich mache gerade meinen BFD Bundesfreiwilligendienst in der Eckener Schule hier in Flensburg. Während des BFD-Jahres oder FSJ-Jahres dürfen Freiwillige ein Projekt selbst machen. Dann habe ich mich gedacht, okay, das ist eine Möglichkeit für mich, auch was über Afrika zu machen. Herzlich heiße ich euch willkommen zum Projekttag Afrika im Koffer, Vorurteile und Stereotype und Nachhaltigkeit und Vielfalt. Also für mich war sehr wichtig, dass Leute Afrika nicht mehr mit Krieg, mit Armut verbinden. Ja, es gibt sowieso solche Probleme in Afrika, aber nicht nur solche Probleme gibt es. Leute in Afrika sind auch sehr froh, sie machen auch viel Fest, sie lernen auch, sie studieren auch, sie machen auch so viele verschiedene Sachen wie Europäer, wie Amerikaner, wie Leute von anderen Kontinenten. Ich habe Deutsch also seit dem Gymnasium gelernt. Ich habe in meinem Heimat Togo Deutsch 3 Jahre im Gymnasium gelernt. Dann habe ich auch da in Togo 3 Jahre Germanistik studiert, habe ich Bachelor abgeschlossen. Die Referenten sind einige aus Deutschland und dann auch aus Senegal, aus Ghana. Das ist ja eine vielfältige Auswahl von Referenten und das passt genau gut zu meinem Thema. Das sind natürlich die 4 Themen, die wir haben. Also einmal Senegal, Ghana, Klimawandel, Migration, Afrika, Südamerika und Nachhaltigkeit, Südafrika. Parallel zu meinem Projekt haben wir auch eine Fotoausstellung gemacht und nach den 2-tägigen Workshops, die zu meinem Projekt gehören, bleiben die Fotos hier für 3 Wochen und Leute können einfach nochmal vorbeikommen und diese Fotoausstellung sich anzugucken. Durch die Vorbereitung habe ich nochmal viel gelernt, wie man mit Stress arbeiten sollte, wie man unter Druck arbeitet, arbeiten sollte. Und das hat mir viel geholfen. Ich habe viel positive Sachen dadurch gelernt. Gott sei Dank, das hat gut geklappt. Ich freue mich.